Faszination Fuchs. Seit über 45 Jahren suche ich Jahr für Jahr im April nach einem befahrenen Fuchsbau, an dem ich aus sicherer Entfernung das Familienleben von Meister Reinecke beobachten und dokumentieren kann. Im Laufe dieser doch schon recht langen Zeit hatte ich immer wieder wundervolle Erlebnisse, die mir wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Der Fuchs ist ein sehr soziales Wildtier. Beide Elternteile kümmern sich wirklich fürsorglich um die Welpen, von denen ich sogar einmal 9 Tiere filmen konnte. Ich verstehe beim besten Willen nicht, dass es Menschen gibt, die den Fuchs bejagen. Füchse regulieren sich über das Nahrungsvorkommen und ihr Reviersystem. Diese beiden Faktoren lassen Überbestände nicht zu. Der Fuchsbestand reguliert sich aufgrund des Nahrungsangebotes selbst. Jagd wirkt kontraproduktiv und zerstört vorhandene Strukturen. Oft wird auch heute noch die Fuchstollwut als Grund für die Bejagung angegeben. Seit 2008 gilt Deutschland jedoch als frei von terrestrischer Tollwut. Also, lasst uns das veraltete Jagdgesetz entsprechend schnell novellieren und die Fuchsjagd in allen ihren grausamen Formen endlich abschaffen.